Hallo und herzlich willkommen zu Ortsgespräch. Wir sind heute an einem Ort, an dem Sie bestimmt schon oft vorbeigegangen sind, ihn aber vielleicht gar nicht unbedingt bemerkt haben. Die Rede ist von einer ganz urigen Stadtvilla, und zwar dem Begegnungsforum Haus Franziskus in der Christophstraße. Begegnungsforum, der Name ist hierbei Programm. Menschen allen Alters können hierher kommen, einfach schöne gemeinsame Stunden verbringen und Spaß haben. Aber auch wer traurig ist oder beispielsweise Probleme hat, findet hier eine offene Tür und vor allem ein offenes Ohr. Wir sprechen heute mit dem Leiter des Begegnungsforums, Franz Josef Eutenneuer. Und ich freue mich dabei auf einen Menschen, der den Sinn für Ernsthaftigkeit mit dem für Humor verbindet. Oh, hallo. Herzlich willkommen im Haus Franziskus. Dankeschön, freut mich. Bitte schön. So, Herr Eutenneuer, wir haben jetzt hier ein gemütliches Plätzchen gefunden bei Ihnen im Café. Haus Franziskus, seit 25 Jahren gibt es Sie schon hier in Trier. Ja. Und Sie gehören auch dazu, Sie sind seit der Anfangsphase mit dabei. Genau, und ich habe gehört, Herr Eutenneuer, das müssen Sie mir jetzt erklären. Sie arbeiten nach dem Buffet-Prinzip. Hört sich gut an. Ja, also wir nennen das Haus ja auch ein generationsübergreifendes Begegnungsforum, weil Begegnungsstätte klingt schnell so wie Bildungsstätte, Ruhestätte, also von den Assoziationen. Und die klassische soziale Einrichtung, die bietet ein Fertigmenü an und wir nennen es Buffetprinzip, aber nicht für den Kalorienhunger, sondern für den Sinn- und Seelenhunger. Das heißt also, jeder kann sich mit seinem Geschmack einbringen. Also jeder kann schauen, jeder darf auch Koch sein so ein bisschen. Ja genau, das ist eigentlich das zusätzlich der Genius der Geschichte, dass ich hier Koch und Gourmet in einem sein kann. Das heißt, ich kann mich mit meinem Geschmack einbringen und kann aber auch die anderen daran partizipieren lassen und kann also auch selbst genießen und auch produzieren. Und das löst auch diese Reihenfolge auf, ehrenamtlich, hauptamtlich, bedürftig oder nicht bedürftig, sondern es entsteht ein Rollenkarussell. Okay, jeder darf mitmachen. Wie sehen denn jetzt die Angebote konkret bei Ihnen aus? Was machen Sie hier? Also das Entscheidende ist, dass soziale Einrichtungen, wie das sonst häufig der Fall ist, eben nicht stigmatisiert. Wenn man ja sonst zu klassischen sozialen Einrichtungen geht, muss man irgendwie ein Problem haben. Und wenn man dann in das Anforderungsprofil der Einrichtung passt, dann wird sich gekümmert. Und wir sagen, das Entscheidende ist, dass der Mensch erstmal die berühmte Hemmschwelle überwindet, überhaupt irgendwo hinzugehen. Und daraus entsteht das denn, dieses Wurzeln und Wachsen können. Herr Eutenneuer, die Hemmschwelle überwinden, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Denn wenn man das getan hat, kommt man hier in ein ganz gemütliches Haus. Ich habe schon gesehen, da stehen Schachbretter, hier sind Klaviere. Was kann man hier denn konkret bei Ihnen machen und erleben? Aber Frau Notka, diese Geschichte mit der Hemmschwelle, das scheint mir überhaupt das Thema zu sein, dass viele Einrichtungen sagen, ja, die könnten ja, wenn sie wollten, aber sie können oft nicht, weil sie eben nicht können. Das ist das Entscheidende. Weil selbst wenn ich zu einer Selbsthilfegruppe gehe, dann brauche ich ja ein reflektiertes Bewusstsein meines Defizits. Das heißt also, ich kennzeichne mich als defizitär, wenn ich da hingehe. Während wir hier im Begegnungsforum Haus Franziskus sagen, das ist eine Option in Trier zu den vielen, die es gibt. Und wenn ich die nicht nutze, dann reduziere ich meine Möglichkeit. Also das ist schon mal der Ansatz. Und dann, wenn man dann eben jetzt geschafft hat, hier hinzukommen, dann ist man eigentlich, ja, das ist schon fast, wie man sich das wünscht, das ist ein paradiesischer Urzustand. Man wird wahrgenommen und ist wichtig, so wie es einem in dem Moment geht. Ich kann hier hinkommen, wenn ich mich ungeheuer stark fühle und denke, heute könnte ich die Welt aus den Angeln reißen. Und ich kann aber auch hier hinkommen, wenn ich mich depressiv fühle und richtig fertig bin. Und genau das, denke ich, ist das Entscheidende. Und dann beginnt das, was Sie eben gefragt haben, dass ich mich so einbringen kann mit meinen Stärken und Schwächen, wie ich das in diesem Moment, in diesem Tag, in dieser Situation auch erlebe. Also jeder wird erstmal so angenommen, wie er ist, muss gar nicht groß überlegen, ist das richtig für mich, sondern man kann sofort zu Ihnen kommen. Genau. So wie man sich das, denke ich, immer wünscht. Genau. Ich bin wichtig, weil ich da bin, ja. Herr Eutenneuer, ist das ja so, in der Wissenschaft nennt man das, was Sie sind, was Sie tun, Diplom-Sozialpädagoge. Ich glaube, Sie würden das aber ein bisschen anders beschreiben. Ich glaube, Sie nennen sich Begegnungsvisagist. Ja, das hat eine Kollegin von Ihnen so gesagt. Das heißt, Sie oder in diesem Haus bekommt die Begegnung ein Gesicht. Das heißt, ich kann lächelnd oder weinend kommen und weiß, dass ich in meinem Selbstwertgefühl eben nicht sortiert werde und mich auch nicht selbst stigmatisieren muss. Und da sehen wir auch den Ansatz und im Prinzip
sind wir die zeitgemäße Umsetzung eben der seligen Mutter Rosa. Die Franziskanerinnen berufen sich ja auf die Mutter Rosa, die vor 2 Jahren selig gesprochen ist. Und die hat damals schon gesagt, wir sollten schlicht und einfach unter den Menschen leben und nicht wie Pflastersteine nebeneinander. Und das ist eigentlich der Punkt, dass der Einzelne wahrgenommen wird und seine Stärken hervorgehoben werden können, eben nach diesem Buffet-Prinzip, und gleichzeitig er mit seinen Schwächen, dass die vielleicht ausgeglichen werden oder vor allen Dingen akzeptiert sind. Und Sie, ich sag mal, wenn man das aufnimmt als Begegnungsvisagist, Sie haben ja so ein paar andere Dinge in dem Kosmetikschränkchen, mit denen Sie dann arbeiten, Balsam für die Seele zum Beispiel. Wie sieht das bei Ihnen aus? Welche Themen werden hier besprochen? Ja, also im Prinzip, wenn ich aus dieser Freiheit heraus, aus diesem Angenommensein weiß, dass ich willkommen bin, da denke ich, können auch Menschen Ängste verlieren, beziehungsweise sich deren Ängste bewusst werden. Und weil Angst ja auch gleichzeitig beinhaltet, dass das von Enge kommt, ist in diesen relativ kleinen Räumen eine große Weite, weil ich mich sicher fühlen kann, auch wenn ich mich unsicher fühle. Also man kann sich eigentlich hier auch finden und schauen, wie man sich hier entfalten kann. Das ist auch ein Anliegen von Ihnen eigentlich, dass ja, manche sind auch überrascht, was in Ihnen drin ist. Und so gesehen würde ich sagen, ist das hier ein massiver Individualistinnen- und Individualistentreff. Und dass es uns dann gelingt, Gemeinschaft zu erzeugen, indem die Individualität gefördert wird. Das ist, denke ich, noch zusätzlich reizvoll, weil... Nehmen wir mal das Beispiel, wenn alle, so ein Weihnachtsbaum, 3 Meter hoch, ist doch ganz toll, ne? Aber wenn alle Weihnachtsbäume 3 Meter hoch wären, dann gäbe es keine großen Bäume mehr. Und dass das eben gelingt, in diese Durchmischung auch der Besucherstruktur, dass der Jüngste, der kommt, ist allerdings 14 Monate, der kommt nicht allein, und die Älteste ist 99, sodass das ein relativ großes Spektrum ist, auch von der sozialen Herkunft. Und ich denke also, wenn Mutter Rosa das hier erleben würde, die wäre total begeistert. Dass das eben zeitgemäß umgesetzt wird, ihr Urgedanke, der ja auch urchristlich ist, dass der Mensch mit seinen Gnaden und Gaben sich entwickeln kann. Und es sind ja 25 Jahre, die Sie hier schon arbeiten, noch eine lange Zeit. Haben Sie da auch irgendein Erlebnis in Erinnerung, das Ihnen ganz besonders so im Gedächtnis geblieben ist? Ja, also... Allein so Begegnungen wie jetzt mit Ihnen, dass Menschen sich dafür interessieren, dass sie genau hinhören, dass sie das erspüren, das gibt einem also jeden Tag immer wieder auch noch diese zusätzliche Sicherheit und auch die Notwendigkeit, dass jeder Mensch eigentlich dieses Füllhorn in sich drin hat und selbst eigentlich in sich eine eigene Wundertüte ist, die wir gemeinsam entdecken und mitgestalten können. Aber so eine Kerngeschichte damals war, als das Haus noch keinen richtigen Namen hatte, kein Image, nichts. Und ich dann zu den Leuten gesagt habe, also müssen noch irgendeinen Urwunsch haben zu einer älteren Dame. Da sagt die, ja, ich mache noch so viel, obwohl das vom Alter her doch gar nicht mehr möglich ist. Und dann sagte die, aber eins habe ich jetzt erlebt, das werde ich wohl nie mehr können. Und ich dann, ja, ja. Und dann sagte die, Völkerball spielen. Ich war natürlich total fix und fertig, dachte ich, jetzt bin ich ausgebildet, habe die Infrastruktur, kriege vom Orden diese Möglichkeit. Und dann sagt die, Völkerball spielen. Und dann haben wir uns... im Sommer im Palastgarten getroffen zum Völkerball spielen. Und nachher waren wir manchmal bis zu 25 Leuten, die Völkerball gespielt haben. Und jetzt kommt der Satz, der mich irgendwie dann schon geprägt hat, als eine ältere Dame abends um 18 Uhr auf der Wiese steht, nackte Füße, und sagt auf einmal, die wurde ganz blass und sagt, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann sage ich, oh, was hat die denn? Und dann sagt sie, ich bin seit einem halben Jahr im Altenheim und war jeden Abend da. Und wenn ich jetzt, heute Abend das erste Mal, bin ich nicht pünktlich. Und wenn ich jetzt denen sage, wenn die sagen, ja, wo warst du denn? Und ich sage, ich war im Palastgarten Völkerball spielen, dann geben die mir andere Tabletten. Und ich denke, das ist genau der Punkt, dass wir ein Bild vom Alter haben, was so gar nicht stimmt, und dass wir uns selbst überraschen können, ohne jetzt zwanghaft aktiv sein zu müssen, sondern dass man wurzeln und wachsen kann und gleichzeitig eben auch sich ausprobieren kann. Haus Franziskus, würde ich sagen, ist privater als das eigene Wohnzimmer und offizieller als ein Pfarrsaal oder, also nicht so offiziell wie ein Pfarrsaal oder ein Café. Also die Mischung macht es dann auch irgendwo. Die Mischung macht es, genau. Ja, das ist auch wie beim offenen Kanal, die Mischung macht es, genau.
Herr Wittner, jetzt merkt man, hier kommt so einiges auf dem Tisch. Das kann auch mal ein dampfender Kaffee sein, das können Plätzchen sein, das kann Kuchen sein, aber auch richtig schwere Themen. Themen, über die Menschen vielleicht gar nicht im ersten Moment so bewusst sprechen wollen. Wie schaffen Sie das denn eigentlich, diese Sachen so aufzunehmen und vielleicht dann auch aufzubrechen irgendwo? Also wir sind ja hier im Team zwei Ordensschwestern, die Schwester Antonia und die Schwester Ute und meine Person. Und Schwester, also einer von uns ist immer hier in diesem kleinen Café, sodass also immer auch jemand für diesen Menschen da ist. Also, dass er wahrgenommen wird, dass er ernst genommen wird. Und was Schwester Antonia dort an unterschiedlichen Lebensschicksalen mitbekommt oder auch Leute gezielt zu Beratungsgesprächen zu mir kommen, das sind Therapieerfolge, die auf der anderen Seite gar nicht als Therapie auftauchen, weil die Leute ja nicht, wie wir das eben gesagt haben, sich erst kennzeichnen oder stigmatisieren müssen. Also im Prinzip kommt da alles auf das berühmte Tapet, ja. Also wir sehen, hier kommen ganz viele Themen auf den Tisch. Frau Notka, bei dem Stichwort auf dem Tisch. Vielleicht sollten wir das mal vorführen. Gerne. Und zwar, ich habe hier... Das sieht ja auch vielfach so aus, dass Menschen sich häufig in einem goldenen Käfig bewegen oder auch dort leben. Und ich denke, alles, Einrichtungen, soziales Engagement, alles müsste aufpassen, dass es eben nicht zu einem goldenen Käfig wird, auch Haus Franziskus nicht, sondern dass wir auch immer wieder uns öffnen. Und das finde ich auch das Fantastische eben am Bürgerfernsehen, ne, wo der Bürger sich anders eben einen Einblick in den goldenen Käfig geben kann, aber auch eben sich öffnet. Jetzt könnte man ja mal gucken, wer ist denn da im goldenen Käfig? Da haben wir also, das soll jetzt der klassische ehrenamtliche Mensch sein. Und es gibt ihn ja, der Mensch, der sich engagiert, der Bürger mit Gemeinsinn. Und es ist erstaunlich, wie viele das eigentlich machen. Es gibt viel mehr davon, aber weil jeder immer nur sich sieht, sieht er gar nicht, dass der andere eigentlich auch sich in einem hohen Maße engagiert und das alles sonst gar nicht möglich wäre. Und manche geben auch einen Laut. Okay. Ja, und so gibt es also eigentlich relativ viele. Und die Entscheidung ist da sicherlich auch, dass man eben sich nicht nur egozentrisch um sich kümmert, sondern sich auch immer wieder neu öffnet. Ja, und dann haben wir natürlich auch diese Typen, diese sogenannten Papageientypen, das sind Menschen, die wissen schon alles, obwohl sie nie da waren oder haben oft keine eigene Meinung. Diese Menschen gibt es sicherlich. Und dann gibt es natürlich auch ihn, den berühmten stolzen Hahn. Hast du das gesehen? Das ist also auch vom Gesundheitszustand unterschiedlich. Das gibt es auch in jeder Umgebung. Und das ist dann dieser Hahn. Und dann ist jeder von uns auch... Ne, da gibt es das Modell der kleinen grauen Maus. Und was will ich damit sagen? Ich denke, jeder von uns, wenn es uns gelingt, einmal einen goldenen Käfig zu haben, einerseits zu wissen, wo man hingehört, eine Form von Uterus, eine Form von Beheimatung. Jeder von uns macht auch jeden Tag sicherlich Dinge, wo er nie ein Lob für bekommt, wo er manchmal das Gefühl hat, ich wäre total alleingelassen und sieht das andere nicht mehr. Und jeder von uns ist auch heute irgendwo eine kleine graue Maus, weil es uns gar nicht gelingt, alles zu beherrschen. Und jeder von uns will auch irgendwo wahrgenommen werden und will wichtig sein. Und ich denke, das alles ist Haus Franziskus. Ich denke, Leben gelingt, wenn es uns gelingt, diese unterschiedlichsten Rollen jeweils für uns miteinander in Verbindung zu bringen. Und da, wo das gelingt, da kriege ich Identität und Persönlichkeit. Und so gesehen ist dieses Konzept Haus Franziskus eine Möglichkeit, ein Frei- und Erprobungsraum zu sein. Und ich denke, da, wo das gelingt, und das ist ja auch bei Ihrem Engagement genau der Fall, dass Sie dort unterschiedlichste Rollen erleben und dass Sie irgendwo eine Form von Beheimatung haben und gleichzeitig auch immer wieder neu offen sind. Ja, na, was man jetzt aber auch sieht, also hier, ja. So schnell kann es gehen, Sendung mit der Maus, herzlich willkommen. Ja. Auch die kleine graue Maus kann ja richtig über sich hinauswachsen. Genau, weil jeder in uns das alles hat. Jeder von uns wird Momente erleben, wo er diesen Effekt der kleinen grauen Maus hat, aber sich da Leben nicht drin erschöpft. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, immer wieder neu sich auszuprobieren. Und wer sich einsetzt, setzt sich ja auch bekanntlich aus. Nur es muss eben, denke ich, geübt sein. Und das Altern gelingt, liegt sicherlich daran, wie ich mit der sozialen Kompetenz umgehe. Also ganz verschiedene Rollen, die man ausprobieren sollte. Herr Oltnayer, jetzt ist ein Thema, was Sie hier auch sehr beschäftigt, natürlich auch der Umgang mit dem Alter, mit dem Älterwerden.
Was würden Sie denn da sagen? Was könnten Sie Menschen damit auf den Weg gehen? Weil viele haben ja auch Angst davor. Also ich denke, wenn man, ich versuche auch bei der Literatur so auf dem neuesten Stand zu sein, und wenn man sich heute die jungen Methusaleme anschaut, also die jungen Hundertjährigen, dann wird deutlich, dass es immer Menschen gewesen sind, die eine innere Disziplin haben, die auch einen Sinn im Leben sehen. Und ich denke, wo uns das gelingt, und von der Ordensschwester, auch der Franziskanerin von Waldbreiterbach, habe ich den schönen Satz, der Tag sollte abends ein Gesicht haben. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass ich einen Lebenssinn in meinem Leben sehe und dann auch versuche, das zu integrieren und etwaige Verluste wahrzunehmen, die auch zu durchleiden, und gleichzeitig mir aber auch immer wieder neue Aufgaben gebe und auch ja, letztendlich Sinn haben. Und der Schlüsselbegriff ist sicherlich immer wieder die soziale Kompetenz. Mhm. Na, jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Glaskugel und würden in die Zukunft blicken. Mhm. Was würden Sie denn persönlich da sehen wollen? Auch gerade mal Stichworten demografischer Wandel, die Gesellschaft ändert sich. Was würden Sie dort gerne sehen? Ja, eigentlich das, was es ja schon vereinzelt gibt und auch im Haus Franziskus gelebt wird. Und das ist die Tatsache, ich denke, was ganz gravierend ist, dass der Mensch immer noch viel zu sehr in unserer Gesellschaft gerade hier in der, durch die Erwerbsarbeit definiert wird. Also wenn ich einen Erwerb habe, wenn ich Geld reinbringe, dann ist mein Leben sinnvoll. Und ich denke, die Zukunft, und da sind wir auch bei Nell Bräuning und bei diesen ganzen Geschichten, bei der katholischen Soziallehre, zeitgemäß umgesetzt, heißt eben, wir müssen hinkommen zur Tätigkeitsgesellschaft. Also wo Menschen sich einbringen mit ihren Gnaden und Gaben, wo sie tätig sind, dass wir uns darüber definieren. Und ein tolles Beispiel ist ja genau das Bürgerfernsehen, sind wir, wo wir sagen, dass der einzelne Bürger sich in seinem Engagement einbringt und gleichzeitig aber auch seine Tätigkeit wertgeschätzt wird. Und wenn man sich das heute ansieht, dass wir vielleicht nie mehr für alle die Arbeit bekommen oder dass man relativ schnell alt ist, da könnte man auch mal so sagen, der ganze Begriff Alter muss irgendwie aufgelöst werden. Früher war das Gegenteil von alt, jung. Heute ist aber auch das Gegenteil von alt, neu. Also zum Beispiel ein Handy, was vor 3 Jahren noch neu war, ist heute alt. Und deswegen wäre für mich so die Frage, dass wir immer wieder neu frisch sind. Und die Tätigkeitsgesellschaft, also tätig zu sein mit den Möglichkeiten, die wir jeweils möglich sind, die erzeugen dann Frische, Akzeptanz, ein Selbstwertgefühl. Und dann ist es egal, wie alt ich kalendarisch bin, sondern dann weiß ich bin was wert, weil ich da bin. Also wirklich, dass man nicht so guckt, was kann ein Mensch leisten, was kann er einbringen, sondern dass er einfach da ist und wertvoll ist. Ja, genau. Und weil, dass er was tut, eben, dass er tätig ist. Also im Prinzip wäre sogar noch besser, wenn jemand guckt, hat der Nachbar das Licht noch an, als wenn er gar nichts mehr macht. Ne? Und, aber wir machen ja oft eine Hierarchie darunter, ja, aber das ist weniger wert. Oder viele sagen, ach, jetzt wird Ehrenamtlichkeit wieder hervorgerufen, weil Geld fehlt. Und wer dann was tut, wird von seiner Umgebung noch diskriminiert, wie mit so Bemerkungen wie, dass du sowas machst, das würde ich aber gar nicht machen und lässt dich ausnutzen. Nee, sondern dass wir da dann andere Schablonen finden und sagen, ich habe dieses Leben geschenkt bekommen und ich versuche mit den Gnaden und Gaben die einzubringen. Mhm. Jetzt hier, Herr Oltenheuer, im Umgang mit den Gästen, die hierher kommen, ist natürlich ein wichtiges Thema. Natürlich einerseits die ganz schweren Themen, die hier natürlich besprochen werden können, die hier einen Raum finden. Aber bei Ihnen, Sie haben auch eine Leidenschaft für den Humor. Ja. Was verstehen Sie unter Humor? Was ist für Sie Humor? Ja, das ist ja eigentlich, da gibt es ja diese Lehre von den Körpersäften, und wenn die in der Harmonie sind, früher noch aus der Antike, dass das der Humor ist, sondern ich denke, Humor hilft uns dazu, auch Dinge mit einer Distanz zu sehen. Und ich habe für mich so dieses Wort kreiert, so ein inneres Schmunzeln. Das heißt also zum Beispiel, ich streng mich an und es klappt nicht, ich dann innerlich verzage und sage, es klappt ja eh nicht, und in uns, sondern dass man dann liebevoller mit sich umgeht und dann so ein Schmunzeln einsetzt oder dieser augenzwinkernde Humor, die Dinge schon ernst zu nehmen, aber auch liebevoll mit sich umzugehen und mit dem anderen. Und somit auch immer wieder auch neue Perspektiven zu finden und nicht zu verhärten oder zu verallgemeinern oder was noch extremer wäre, fanatisch zu werden. Das würde ich da alles drunter verbinden, ja. Also Humor, schon immer auch der liebevolle Blick, der eigentlich auf die Dinge aufgerichtet wird. Ja, dieses Augenzwinkern, genau, das verbinde ich damit. Worüber können Sie denn persönlich richtig schmunzeln?
Ja, also weil ich immer mehr spüre, wie paradox wir doch sind, dass wir auf der einen Seite der Wille da ist, dann wieder, dass es dann doch nicht funktioniert und dann ja, damit umzugehen. Zum Beispiel bin ich pflegender Angehöriger meiner demenzkranken Mutter. Da hole ich die also aus dem Bett und dann sagt die, ja, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe so gemacht haben, dass Sie so freundlich sind. Dann sage ich, ja, meine Mutter, ich bin doch dein Sohn, du brauchst mich nicht zu siezen. Und kurz danach sagt sie dann, braucht man da nicht mehr höflich zu sein? Das sind dann so Momente, wo ich denke, ah ja, toll. Also das sind dann Wendungen, die da drin sind, mit denen ich nie gerechnet hätte. Und das macht ja auch dann das Wesen des Humors aus oder vor allen Dingen des Witzes und der Komik, wo eben Wendungen passieren, mit denen man gar nicht rechnet. Aber Wendungen, die auch sehr berührend sein können, wenn man eigentlich auch sieht bei diesen Beispielen und was Menschen vielleicht dann auch anspricht bei Fragen, wo man doch eher so innerliche Zögerlichkeit hat und denkt, ach nee, eigentlich möchte ich das gar nicht nach außen lassen. Ja, aber das machen wir ja eigentlich wieder mit in unserem Kopf. Ne? Das, und ich denke, da habe ich auch noch so einen zusätzlichen missionarischen Eifer, dass selbst Menschen, die sozial eingebunden waren, die sogar in kirchlichen Kreisen sozialisiert sind, dass immer mehr Menschen gibt, die sagen ab einem gewissen Punkt, na jetzt macht das Leben aber keinen Sinn mehr, jetzt bin ich besser nicht mehr da oder ich will keine Last sein. Und ich denke, da müssen wir wirklich auch, und da sehe ich auch einen zusätzlichen Sinn des Begegnungsforms Haus Franziskus drin, Leute zu trösten, zu ermutigen und auch zu sagen, du bist was wert, weil du da bist. Und wenn wir noch einen Hauch religiös sind, noch ein bisschen gebunden sind, dann würde ich auch sagen, da gehen wir davon aus, dass wir dieses Leben geschenkt bekommen haben und dass es uns nicht zusteht, ab einem gewissen Punkt zu sagen, jetzt ist dieses Leben nicht mehr wert. Weil die Gesamtperspektive aus unserem Leben, also die steht sicherlich einem anderen zu als mir persönlich. Und da denke ich, dass wir da uns gegenseitig wirklich Trost geben müssen, um dann auch ein zufriedenes Leben zu haben. Was würden Sie jetzt Stimmen entgegnen, die sagen, ja, es ist ja alles schön, gut, aber bei manchen Themen, da kann man nicht mal mit Humor dran gehen, da kann man vielleicht auch gar keinen Lebensmut haben. Sie sehen das vielleicht zu rosarot. Was würden Sie solchen Stimmen entgegnen? Also, dass es sicher um eine Differenzierung geht und dass man nicht alles gleich machen kann, das ist vollkommen richtig und dass es auch nicht überall Humor gibt. Aber dieses Dennoch, immer wieder dieses Dennoch. Und man könnte ja auch eben sagen, ja, was ist denn das Leben? Und ja, salopp sage ich schon mal, weil ich auch schon mal so ein bisschen kabarettistisch versuche, den Leuten was zu sagen. Dann sage ich, das Leben ist ein sexuell übertragener Akt mit einer Sterblichkeitsrate von 100%. Das heißt, wir werden dieses Leben nicht überleben. Aber was machen wir eben in dieser Zeit, in dieser Lebenszeit? Wie füllen wir die sinnvoll? Und da steht ja dann eben schon im Alten Testament beim Abraham, dass da heißt, dass wir irgendwann gesättigt vom Leben Abschied nehmen, also lebenssatt sein können. Und da sehe ich auch, um nochmal auf Haus Franziskus zu kommen, dass wir hier eine Lebensmittelproduktion sind, dass wir eben Lebensmittel produzieren, um im Leben und vom Leben satt zu werden. Und ein Lebensmittel ist unter anderem Humor zu haben, Dinge aus einer Distanz sehen zu können und trotzdem in einer Betroffenheit auch noch eine andere Perspektive aufzunehmen. Ein anderes Lebensmittel ist Literatur zu kennen und Freunde zu haben, verlässlich zu sein. Das sind alles eben diese Lebensmittel, um vom Leben und im Leben gesättigt zu sein. Und manche haben da anscheinend eine große Diät, wo es dann schon gut wäre, dass die da mal voll zubeißen könnten eben im Leben. Und da sagt ja auch schon der Faust, im Prinzip schreibt Faust sehr treffend Haus Franziskus, der sagt nämlich, greif nur hinein ins volle Menschenleben und da, wo ihr es packt, da ist es interessant. Und Haus Franziskus ist eben ja, so ein Füllhorn, wo Menschen nicht ausgegrenzt werden. Und ich denke, die Herausforderung, weil Sie das ja eben auch sagten, ich denke, die Herausforderung einer sozialen Einrichtung der Zukunft wird sein, wie erreicht man ungebundene und unorganisierte Menschen? Also die schon irgendwo gebunden sind und auch irgendwo geübt sind, für die gibt es schon vieles. Sondern die Frage ist, wie erreicht man eben die größer werdende Anzahl der Menschen, die eben weniger geübt sind und weniger dadurch auch gebunden sind? Herr Heutner, wenn Sie hier im Haus des Riskos versuchen, Menschen eigentlich auch diesen Lebensmut mit auf den Weg zu geben, das setzt ja auch voraus, dass man selber auch irgendwo gefestigt ist und irgendwoher auch diese Kraft auch nehmen kann. Ja. Wie würden Sie das für Sie beschreiben, also für sich? Also da spüre ich einmal, weil aus dem, was ich bisher gesagt habe
Und ich würde das so sagen, dass das so eine Art Quell ist, sodass ich da auch keine Angst habe, dass man zu viel weggibt, weil bei einer guten Quelle, man nimmt was weg, da ist kein Loch, das fliegt direkt wieder nach. Genau. Und ich denke, das ist auch noch vielleicht ein schönes Bild mit so einem Brunnen. Man kann nur selbst weitergeben, was man selbst empfangen hat. Und wenn uns das gelingt, immer wieder auch zu sehen, was vorhanden ist. Das Skurrile ist ja, dass wir heute in einer Gesellschaft sind, dass es sozial anerkannter ist, zu jammern, verschämt zu sein, als zu sagen, ja, da freue ich mich drüber, das macht mir Lust, das mache ich gerne. Dann ist man oft beschämt und denkt, was sollen jetzt die anderen denken? Nein, wir sollten ermutigen, miteinander stark zu sein, dass man dann auch die Schwächen aushalten kann. Oder man könnte auch sagen, wenn man sich selbst leiden kann und andere auch leiden kann, dann hat man auch Menschen, dass, wenn man wirklich Leid da ist, die mit einem leiden, weil man sich leiden kann. Das könnte so in diese Richtung gehen. Herr Reutmann, das hört sich auch ein bisschen paradiesisch an. Auch. Wie kann man das denn schaffen, überhaupt so eine Einstellung zu entwickeln, so einen Lebensmut? Ja, Frau Nottger, erstmal ist es auch paradiesisch, genau. Also einerseits gilt sicherlich der Dank in den 25 Jahren auch den Franziskanerinnen von Waldbreitbach, denn dieses Haus ist ja nicht unumstritten. Das ist eine ganz paradoxe Situation. Auf der einen Seite, was uns immer noch nicht gelingt, ist auch nach 25 Jahren, dass man sagen kann, dass den Leuten bewusst ist, indem du was für das Haus machst, machst du auch gleichzeitig was für dich selbst und auch fürs Gemeinwesen. Das heißt also, da ist ein Dualismus drin. Das heißt, ich unterstütze an sich eine wirklich wertvolle Idee und kann sie auch noch selbst nutzen. Also das natürlich schon auf der einen Seite Win-win so Win-win-Situation hätte man, das heutzutage. Und gleichzeitig für manche ganz paradox. Das geht sogar so weit, dass manchmal die Ordensgemeinschaft, die dieses Haus eben mit der Infrastruktur zur Verfügung stellt und auch im Prinzip selbst finanziert, dann auch vorgeworfen bekommt, ah ja, die haben es ja auch. Ja, aber die müssen es nicht machen. Das ist das Entscheidende. Und da denke ich, das ist das Paradoxe wohl in uns Menschen, dass uns das nicht unbedingt bewusst ist, weil Schwester Antonie sagt ganz bewusst, das ist ein Geschenk des Ordens an die Menschen, an die Stadt Trier und auch an Menschen überhaupt. Andere könnten auch sagen, das ist Inlandsmission, weil auf der einen Seite dort Menschen auch wahrgenommen werden, geschätzt werden, ohne vereinnahmt zu werden. Und ich denke, das ist der Punkt, dass heute viele Menschen sagen, ich war mein ganzes Leben immer vereinnahmt und ich möchte das nicht mehr. Und so nennen wir das eben dieses aus der Unverbindlichkeit sich selbst verbindlich machen. Das ist sicherlich der Schlüssel für vieles und viele, dass man auch unterschiedliche Menschen kennenlernt und. Und Sie kennen ja genügend Leute, die immer mit ihren gleichen Leuten zusammen sind. Und das nennen die dann oft Freundschaft, aber zu Freundschaft gehört eben mehr, als sich gegenseitig nur zu bespiegeln, wie toll man ist, sondern nach Aristoteles ist Freundschaft der, dass man sich an der Gesellschaft des anderen wohlfühlt, aber auch für den Freund was macht. Und jetzt kommt es, dass dann die Freunde auch wieder was für die Gesellschaft tun. Und das versuchen wir ja eben auch, Gemeinschaft zu erzeugen, um Individualität zu ermöglichen. Das heißt, im Ich das Wir zu sehen und im Wir das Ich. Das ist der Gedanke. Und ich denke, wo das gelebt wird, da geschieht auch Spannendes. Und das ist letztendlich auch urchristlich, weil ich dann weiß, ich bin wertgeschätzt. Wie wir das ja jetzt in dem Gespräch schon öfters geäußert haben. Herr Oltner, was würden Sie jetzt Menschen, Zuschauern da draußen mitgeben, die vielleicht denken, ja, hört sich interessant an, traue mich aber vielleicht doch noch nicht so richtig, Hemmschwelle. Apropos Hemmschwelle, was würden Sie den Menschen noch mitgeben? Also erstmal fände ich das toll, dass Sie so denken. Also, dass diese Sendung sehen, ist sicherlich gut und damit unterscheiden sie sich ja schon von diesen Mainstream-Menschen und dann sich das auch zuzugestehen und einfach mal die Stiftung Warentest zu machen, weil es ist ganz klar, wir verkaufen Ihnen hier keine Heizdecken und Sie sind also so willkommen. Und vielleicht wäre auch ein Einstieg, wir haben jeden Freitag das Freitagsstreitgespräch und beim Freitagsstreitgespräch ist der Urgedanke eigentlich der, jeder kann seins sagen, ohne dass er sich rechtfertigen muss. Und man kennt das ja vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis, wenn man sagt, also wenn die dabei ist, dann lass das Thema schon mal weg. Das verdirbt den ganzen Abend und die ganze Stimmung. Und wir sagen gerade beim Freitagsstreitgespräch, jeder sagt seins,
ohne dass der andere sich angegriffen fühlt. Und allein dieses auszuprobieren, seine Stimme zu hören, zu erheben und gleichzeitig seins zu sagen und auch auszuhalten, wenn jemand genau das Gegenteil sagt, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen, das ist sicherlich eine ganz spannende Sache und sind auch immer ganz aktuelle Themen. Wir hatten unlängst das Thema, früher hatten die Menschen Angst vor der Zukunft, muss nun die Zukunft Angst haben vor den Menschen? Oder auch, wir sind alles nur Spinnen und wir spinnen unser Netz, können wir auch nur das fassen, was in unser Netz hineinpasst? Oder wie können wir uns weiten, wie können wir uns öffnen? Und wo uns das gelingt, sich treu zu bleiben und gleichzeitig zu wandeln, da geschieht sicherlich Leben und da sind wir auch neugierig. Und weil in Neugier ja auch gerne drin steckt, ist es sicherlich ganz wichtig, immer neu aufgeschlossen zu sein. Und das wurde auch eben bei dem goldenen Käfig deutlich, dass wir nicht entweder oder hier denken, sondern sowohl als auch. Auf der einen Seite brauche ich eine Form von Beheimatung, aber immer wieder neu offen zu sein, das, denke ich, ist auch das, was uns nachher im Leben getragen hat. Und das Wertvollste, was wir eigentlich haben, ist ja, sich gegenseitig Zeit geben. Wo ich einem anderen Zeit gebe, und er diese Zeit nimmt. Da gesteht, dass Menschen gemeinsam Geschichte haben und letztendlich gemeinsam Identität. Und das ist das, was uns später ausmacht, die Identität, die wir in der Verbindung mit anderen haben. Das heißt, wir sind eben Menschen, die auf den anderen verwiesen sind und gleichzeitig dem anderen auch viel geben können. Und das ist wirklich eine Chance, in so einer Möglichkeit wie hier, auch die Leute nicht auf das Haus süchtig zu machen, sondern eher auf diesen Grundhaltung zu sagen, es gibt doch Leute, die sagen, also ich habe zu Hause ein viel größeres Wohnzimmer als die hier, da kann ich die auch zu mir nach Hause einladen. Aber es ist eben, man könnte ganz einfach sagen, Haus Franziskus, das Begegnungsformhaus Franziskus macht das Gewöhnliche ungewöhnlich gut. Und es sollte doch eigentlich gewöhnlich sein, dass der Mensch wichtig ist, und in dieser Wichtigkeit aber nicht egozentrisch sich nur um sich dreht, sondern gleichzeitig dort auch die Wichtigkeit des anderen nimmt und letztendlich wir gemeinsam zu und miteinander aufmerksam sind. Also genau, einfach das Buffet für den Seelenhunger mal ausprobieren. Genau. Und dann sind wir nämlich bei diesem Gedanken, um das wieder mit dem Abraham zu verbinden, dass wir irgendwann gesättigt vom Leben Abschied nehmen können, dass wir eben ein erfülltes, ein gefülltes Leben haben. Und vielleicht haben wir es ja jetzt geschafft. Herr Oltner, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben eine erfüllte und gefüllte Sendung. Ja, dann wünschen wir uns auch beide alles guten Appetit Gute, auf genau. diesen Film ja, und aufs Leben. Genau. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung Ortsgespräch. Heute im Haus Franziskus, im Begegnungsforum Haus Franziskus mit dem Leiter Franz Josef Oltneuer. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal.